Das Sachsen-Spiegel-Tor des Monats Oktober wurde gesucht und 11.644 Stimmen abgegeben. Über 9.000 entfielen auf Robert Pietsch vom Heidenauer SV. Und so konnte er heute bei schönstem Sonnenschein vor dem heutigen Punktspiel seiner Mannschaft geehrt werden. Robert Pietsch ist ein Stratege im Mittelfeld mit einem guten Schuss. Beim Tor des Monats hatte er allerdings auch ein bisschen Glück. Was man nicht sieht, hat vorher noch mit einer Hacke über den Gegenspieler drüber gezogen und links ist eigentlich nicht mein starkes Bein und einfach mal abgedrückt worden. Das war das Glück. Wie wertvoll Robert Pietsch für seinen Verein ist, sah man auch heute. In der Sachsenliga war Spitzenreiter Hohenstein Ernsthal zu Gast. Sein Treffer zum 2:0, lautstark umjubelt. Der Robert ist natürlich ein sehr wichtiger Spieler für uns. Das ist einfach, weil er die Erfahrung hat, weil er die Leute ordentlich stellen kann, weil er viel spricht auf dem Platz und natürlich seine Stärke in den Schuss dann auch heute alles wieder gezeigt, richtig gut einbringen kann. Frank Kaiser könnte vielleicht die Nachfolge von Robert Pietsch antreten. Seine verwandelte Ecke heute, auch ein Tor, Marke Tor des Monats. War natürlich mit gütiger Mithilfe. Erstens, der Winter hat da richtig eine große Rolle gespielt und der Tor sah da sehr unglücklich aus. Wir werden mal sehen, was rauskommt beim Tor des Monats. Heidenau gewinnt gegen Hohenstein Ernsthal mit 4:0. Besser kann das Wochenende nicht ausklingen. Wir erwarten natürlich jetzt, dass ich noch einen ausgebe. Werde ich natürlich machen und ja, die warten eben drauf. Ein Prosit auf das weitere tolle Tore fallen werden. Sie können